Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Meine Güte. Ihr habt etwas davon gefunden. Herrin Bregers Werk. Ich dachte, sie wären beim Angriff verloren gegangen. Sie war ziemlich gebildet, wisst ihr? Danke, gütige Wanderin. Von ihrem Vermächtnis ist nicht viel übrig, aber dies wird sicherlich das Gute würdigen, das diese Familie für Scotland getan hat. Ich bin noch nicht bereit. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung.
Ich bin noch nicht bereit. Darin befinden sich zahlreiche Lehren, Gebete und Weisheiten, die von Fiacla Gea selbst überliefert wurden. Das Leben ist eine endlose Lektion. Und es gibt noch so viel zu lernen. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Holz wird sich wie Gras im Wind biegen, wenn die Geister kommen. Physische Barrieren allein werden nicht ausreichen. Und eure Talismane und die Kritzeleien im Dreck, halten die Toten länger auf? Achtet darauf, was im Nebel lauert. Dichter Nebel hängt über den Straßen. Daher führt der schnellste Weg zu den Hügeln gen Osten, durch die Hügel der Tränen. Ihr seht aus, als hättet ihr die Welt gesehen. Hoffentlich kann ich das auch eines Tages. Was hält euch auf? Mein Vater, ihr habt gesehen, wie er ist. Ich muss schon betteln, um die verdammte Bastion verlassen zu dürfen. Ich bin noch nicht bereit. Versiegelt. Doch da steht etwas. Scheinen alte Druidenrunen zu sein. Das Lied des Windes, das Heulen von... Oh nein. Sie kommen. Schnell! Also gut. Ei-a-lei du gru ani dola noche do. Ein Sprechgesang. Er wird uns den Weg öffnen. Licht, beschütze uns. Haltet sie fern! Yeah.
Es hat funktioniert. Etwas reißt die Geister aus ihrer Ruhe. Wir sollten uns beeilen. Diese Kammer, sie ist genau wie mein Vater sie beschrieben hat. Ihr wart noch nie hier? Ich kenne nur die Geschichten, die er erzählt hat. Aber die rastlosen Toten kamen nicht vor. Irgendetwas stimmt hier nicht. Erida hätte den Pfad der Toten nicht auf diese Art versperrt. Die Geister sollten frei durch die Erde wandern. Lilith? Merkwürdig. Die Tür ist mit einem irdenen Siegel verschlossen. Was hat mein Vater darüber gesagt? Schutzsteine. Das war's. Wenn ihr mir von den Grabhügeln in der Nähe einige bringt, kann ich den Weg öffnen. Yeah!
übrig ist, fragt ihr. Ich halte meine Schmiede heiß. Kehrt bald wieder. Ein guter Handel. Zeigt eure Zähne. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Mögen die Sterne euch leiten. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Thank you.
kein Mana mehr. Bereit. Das hat geklappt. Vielleicht besänftigt das die Toten. Zumindest ist das ein Anfang. Dämonische Markierungen. Lilith war hier. Auf dem Altar steht etwas geschrieben. Bei Wurzel und Stein, bei Tränen und Leid, wir tragen die Flamme in Ewigkeit. Tote Augen aus Asche und Glut, verflucht sind wir und unser Blut. Ah, ein Klagelied, das von Erida geschrieben wurde. Das ist eine Gedenkstätte für alle, die im Kampf gegen Astaroth gefallen sind. Die Schwachen werden untergehen. Oh, Asche, vergessen. Wartet, wir sind nicht eure Feinde. Diese Helden ihrem Willen unterworfen haben. Erida würde das niemals dulden. Es sei denn... Oh, ihr ist etwas zugestoßen. Das wissen wir noch nicht. Kommt. Das Hügelgrab der Ältesten sein. So viel entweiht. Dämonennarben auf ihrem Grab und Druidenrunen, um die Toten zu erwecken. Diese Runen, dieser zarte Hauch, das ist Eridas Werk. Warum hat sie sich mit einem Dämon zusammengetan?
Ich habe schon andere unter Liliths Kontrolle geraten sehen. Erida schwor, die Toten in Frieden ruhen zu lassen. Was sollen wir tun? Wir müssen sie aufhalten. Genau. Lösungen finden sich vor uns, nicht hinter uns, wie Vater sagt. Ich habe kein Mana mehr. Habt ihr das gehört? Etwas schreit dort vor Wut. Das war einer der verehrten Toten aus den Grabhügeln. Zu den Würmern. Mögen sie Ruhe finden. Alo? Glaubst du, wir würden uns so leicht zu den Toten gesellen, Junge? Wie habt ihr es hierher geschafft? Durch die Hügel. Dadurch? Ganz schön mutig von euch. Und ganz schön dumm. Erida war mit einer gehörnten Frau hier. Nicht ihre normale Gesellschaft, das steht fest. Ah, Lilith. Sie gingen nach Norden. Der Klang von Eridas Tal Harper verhallte im Wind. Und dann begann dieser Wahnsinn. Falls ihr ihnen folgen wollt, werdet ihr bei all dem Nebel nicht weit kommen. Die auferstandenen Gebeine scheinen ihn anzuziehen. Wir haben andere in den Hügeln entdeckt, bevor sich dieser aus der Erde erhob. Ich werde hier bleiben und die beiden beschützen. Der Nebel ist zu nah, um sie schutzlos zurückzulassen. Die Steine verteidigen uns, Junge. Ich erinnere mich noch, als du... Ich bleibe, Arlo. Stur wie dein Vater. Das wird dich am Leben halten. Viel sicherer, als durch diesen Nebel zu irren. Diese Hütten sind mehr als Stein. Meine Ahnen haben sie gesegnet, um Sturm und Geister abzuwehren. Klagt der böse Wind euch seine Pein, sucht Schutz in einem Haus aus Stein. Da habt ihr recht. Ich habe ihnen geraten, hier zu bleiben. Aber sie sind alle geflohen, als der Nebel kam. Sie sind bestimmt in Sicherheit. Sie kennen diese Hügel besser als jeder andere. Vielleicht. Aber Angst verwandelt selbst die Weisen in Narren. Ich bin ein Freund seines Vaters. Hab ihn während der Tage der Asche kennengelernt. Hab ihm sogar das Leben gerettet. Wenn ihr ihn fragt, wird er wohl behaupten, er hätte meins gerettet. Er kam schon länger nicht mehr her, aber früher war das anders. Ab und zu haben wir uns sogar auf ein Bier in seinem schicken Haus getroffen. So habe ich Jorin kennengelernt. Ich bin noch nicht bereit. Ich habe kein Mana mehr.
kaum noch Mann. Bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ja! Die Straßen sind jetzt frei. Wir müssen nach Braystack gelangen. Dort ist es sicherer. Wir haben bis hierhin durchgehalten und Schlimmeres überlebt. Ihr hattet Glück. Braystack. Dort wimmelt es von diesen Dummschwätzern der Kathedrale. Bitte, Arlo. Nur vorübergehend. Vielleicht sollten wir mitgehen, Paps. Nun, ein Bier wäre nicht schlecht. Ich werde mich um Arida und Lilith kümmern. Bringt sie sicher nach Braystack. Das werde ich. Danke. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Thank you.
Habt ihr dieselben Zeichen wie ich gesehen? Fremde. Und mein Volk ist nicht bereit, sich ihr zu stellen. Noch nicht. Aber ihr seid bereits stark. Tretet vor.